Heute spielen wir ein Spiel. Ich bin der Hase, Andi ist der Jäger und Bruno auch, der Kameramann. Moin, ich bin Bruno, ich bin der Kameramann. Ah. Oh, passt, das schneide ich durch. Ran. So, der Plan ist, mit der Kreide werde ich die Jungs zeigen, wo ich langlaufe. Zum Beispiel so, Beispiel, ich kreise hier was ein, eine Pfeilrichtung, wo ich hingehe. Bruno und Andi müssen den Pfeil finden. Zeig mal. Aha! Perfekt. Die Jungs haben nur eine Stunde Zeit, mich zu bekommen. Ich habe jetzt 2 Minuten Zeit, loszugehen, schon mal ein paar Markierungen zu machen. Und in Minute 58 können die loslaufen. Und wenn die es nicht schaffen, haben die verloren. So ist es. Das sind die Regeln. Let's do it. Okay. Auf eine gute Runde. Ja, ich hau jetzt ab. Haut rein, Jungs. Tschüss. Let's do it, Leute. Ich habe die Kreide dabei. Erstmal hier im Kreis. So, okay. Da lang. Hier rüber. Ich muss hier noch eine. Ich habe halt nur 2 Minuten Zeit, schnell in die Reichweite zu schaffen. Da geht der Fall lang. Let's do it, Leute. Das wäre auch geil, ne? Soll ich die mal verarschen? Leute, kommt mit. Dann da hinten noch. So. Gehen da lang. Ich gehe jetzt hier rein im Autohaus und filme die, wie die mich suchen, okay? Die werden wahrscheinlich jetzt gleich loslaufen. Da hinten wäre viel geiler. Ich muss da kurz mal hochklettern. Scheiße, die haben mich. Ich kann doch nicht das machen. Da hinten sind die. Scheiße. Da haben wir dich lang gelassen. Ich glaube, ich hab die gleich. Scheiße! Okay, weiter. Ja, die haben mich gleich. Ah, die haben mich. Er hat für das kleine Ding hat eine komplette Kreide verbraucht. Ja, für 4 Minuten eine Kreide weg. Aber wir haben noch 6 Stück. Let's go. Jetzt bin ich dran. Okay. Wir haben 2,5 Minuten jetzt Zeit und dann kommen wir. Ah. Wo ist mein erster Pfeil? Okay. So. So ungefähr. Das ist mein Start. Ihr habt den. Go. Okay. In meiner Verteidigung, ich habe gehört, die sind in 1 Minute schon losgelaufen, die Penner. Und ich habe eigentlich 2 Minuten Zeit. Deswegen war das so auch so knapp alles. Finn ist jetzt schon los, 1 Minute schon. Gucken. Das wird lustiger, glaube ich. Weil der hat jetzt 1,5 Minute länger. Das kann schon was ändern, ey. Mal gucken, wo der ist. Okay, 2,5 Minuten sind rum. Wir gehen los. Wir müssen jetzt nur Ausschau halten, wo der die Pfeile gemacht hat. Okay, er macht das viel sneakiger. Man sieht gerade hier kein blaues Pfeil. Okay, wir sind jetzt hier im Tunnel. Wir hoffen, dass wir irgendwo hier einen Pfeil finden. Aber ich sehe gar nichts. Hier ist kein Pfeil, ne? Nein. Wir denken schon, dass er vielleicht einen Pfeil vergessen hat. Aber ich denke nicht. Ja, Leute, wir müssen weitersuchen erstmal. Krass. Ein bisschen kleiner mal, ne? Schön, dass niemand sieht. Geht zurück. Weil da geht es ja nicht weiter. Zurück und dann aber
in die Richtung. Mal schauen, ob du irgendwer was kriegst. Die Pfeile sind so klein geworden. Okay Leute, wir sind jetzt schon glaube ich 3 Minuten dabei, den Pfeil zu suchen. Wir haben aber keinen Pfeil gesehen. Und ich habe keine Ahnung, wie er jetzt uns ein Zeichen gegeben hat, wo wir lang müssen. Weil das ist eigentlich die Idee dahinter. Aber es sieht so aus, dass hier kein Pfeil ist. Andi hat eine Idee. Er ist einfach weitergegangen. Er ist einfach geradeaus gelaufen. Es ist nicht richtig geradeaus, aber es müsste halt geradeaus sein. Das heißt, deswegen gibt es hier keinen Pfeil. Jetzt kriegen wir ihn, glaube ich. Wir müssen einfach die ganze Zeit geradeaus jetzt laufen. Okay, Leute. Wir sind jetzt geradeaus gelaufen. Es sieht jetzt nicht so aus, dass er das Spiel verstanden hat. Hat uns keine Zeichen gegeben. Oder er ist so gut im Spiel, dass wir nicht den Zeichen gesehen haben. Oder er ist high intelligent, die IQ 200, und geht die ganze Zeit geradeaus. Oder er läuft die ganze Zeit geradeaus und deswegen nutzt er keine Pfeile. Das gibt es ja auch. Aber da ist jetzt irgendwann vorbei. Das heißt, hier müsste ja eigentlich jetzt ein Pfeil kommen, aber hier ist immer noch kein Pfeil. Okay Leute, wir suchen weiter. Wir sind jetzt schon, der hat noch 42 Minuten, oder wir haben 42 Minuten noch Zeit, ihn zu packen. Er macht das gut, er macht das gut. Okay Leute, 36 Minuten haben wir noch. Wir sind jetzt hier wieder zurückgegangen und gucken jetzt irgendwo hier, ob da irgendwas steht, ein Pfeil. Aber haben jetzt 15 Minuten verloren und haben ihn immer noch nicht, der Penner. Jetzt sind wir rübergehen. Warten wir. Aber vielleicht finden die mich noch gar nicht. Und ich schaff's noch, eine komplette Runde zu drehen. Aber meine Intuition hat mir gesagt, eigentlich in die Richtung, ja, auf der Kreuzung. Da. Jetzt hält der Penner, hat keinen Pfeil gesetzt. Aber jetzt haben wir ihn, glaube ich. Geil! Wir haben die Fährte, Leute. Da, hier ist noch ein Pfeil. Hier links. Okay, okay. Okay. Also, wahrscheinlich hier rechts jetzt, oder? Ja, da. Was? Der war schon mehrmals hier. Scheiße, der verwirrt uns. Ja. Lang gelang. Und wieder zurück. Scheiße, hier wahrscheinlich. Ja, da. Ne. Scheiße. Wir haben die Fährte wieder verloren. Aber das schaffen wir schon. Ich glaube, wir müssen hier links. Hier, da. Hier ist ja ein Pfeil, das geht rein. Wahrscheinlich. Ne, dann musst du das doch zeigen, dass er wieder abbiegt, weißt du? Ja, warte. Oder der ist rübergesprungen über den Zaun. Okay, wir melden uns gleich. Bis gleich, warte. Okay, Leute. Er ist richtig mies, der macht richtig kleine Pfeile. Jetzt hier, es ist grün. Alter, wir haben ihn, glaube ich, bald. Auf da! Hier, nächstes Pfeil. Ah, da geht's. Scheiße. Hier ist noch ein Pfeil. Jetzt macht er mehr Pfeile am Ende. Okay, wir melden uns gleich wieder, Leute. Bis gleich. Okay, wir sehen gerade, er läuft einen Kreis. Ich glaube, der will uns gleich einfach wieder. Wer weiß, vielleicht, das ist vielleicht seine Idee. Er läuft irgendwann einen Kreis und wir laufen auch die ganze Zeit im Kreis und finden ihn nicht. Und eigentlich müssen wir rückwärts laufen, dass wir den bekommen. Vielleicht ist das seine Idee. Aber wenn nicht, laufen wir umsonst rückwärts. Ne? Wir schauen erstmal weiter und vielleicht müssen wir wirklich rückwärts laufen. Vielleicht will der uns einfach nur die ganze Zeit im Kreis laufen lassen. Mal gucken. Wir teilen uns kurz auf, dass ich hier links gucke. Da, ja, hier, perfekt. Meinte ich doch, guck mal. Ja. Ja, wir müssen getrennt laufen, dass wir mehr Pfeile sehen können. Er läuft uns wir laufen wirklich durch den Kreis.
Wir sind jetzt hier beim Autohof. Lass uns. Wir müssen vielleicht doch rückwärts laufen. Ey, kurz Frage. Hast du jemanden gesehen mit so einer Kreide? Ja, der markiert so Kreise. Ne? Okay, danke dir aber. Okay, schade. Jo, hier, der markiert meine alte Stelle. Okay, okay. Dann müssen wir, glaube ich, doch gleich rückwärts laufen, Leute. Hier, Andi. Ja, der will uns treuen. Der will uns wirklich treuen. Der macht es gut, das gefällt mir. Bitte. Wir sind einfach 4 Minuten oder so nach da gelaufen. Und guck mal, da ist der Pfeil. Nein. Was? Nein. Was? Ne, der müsste es aber anzeigen mit Pfeil. Hat er nicht. Aber der ist doch locker da oben. Ah, der hat es aber nicht gezeigt. Ach so, willst du mich verarschen? Was? Nein. Was? Der will uns doch verarschen. Deswegen nicht der Pfeil. Der hat uns. Parkhaus? Quatsch mit Soße. Hier ist aber kein. What the fuck? Film, wenn du uns hörst, wir haben dich gleich! Hat er mich verarscht? Durch die. Der geht einfach durch die Tür, ey, krass! Ist da ein Pfeil? Stimmt, das ist einfach nur geradeaus, ja. Der ist wahrscheinlich. Klar, hier! Ja. Aber ein Kreuz? Ist der ja, nicht? Ja, nein, aber das. Ja, wahrscheinlich. Da, hier, hier! Hier ist ein Pfeil! Da, noch ein Pfeil. Doch die Schnauze, Alter. Hä, mein Spaghetti. Das finde ich einfach nur unnötig. Jo. Hier geradeaus. War kein Pfeil. Ja, nee, nee, nee. Raus, raus. Ich will keinen Pfeil. Ich auch nicht. Fuck, kann sein, ja? Hä? Ja, dann doch da rein, ne? Ist da ein Pfeil? Ja, dann muss ich ja sagen, nach unten oder nach oben. Ich geh mal hier hoch. Krass. Leute, das ist so komplett crazy. Okay, 20 Minuten haben wir noch. Und hier ist kein Pfeil hier oben. Das heißt, irgendwie übersehen wir wieder einen Pfeil. Puh, vielleicht ist er hier oben. Vielleicht sieht man ihn nicht. Wir müssen wieder runter, Leute. Hier in der Ecke. Der ist draußen und er ist da lang gelaufen. Jetzt wird's knapp. 15 Minuten noch. Die letzte Aufnahme von Bruno, er hat leider nicht mehr aufgenommen. Aber keine Sorge, bei uns geht's jetzt weiter. Mal gucken, wo der uns überall hinführt. Wir bringen uns wieder in ein Autohaus rein. Das gibt's doch nicht. Andi, hier! Hier ist ein Pfeil. Was ist denn das schon wieder? Was ist das? Zwei Pfeile? Ist er hier rein und da wieder raus? Wahrscheinlich, ja. Ich halte mal kurz hier auf, dass die Tür nicht zugeht. Wenn du einen Pfeil siehst da hinten. Weil wenn ich hier rausgehe, ist die Tür zu, dann machen wir einen großen Umweg. Ich glaube, wir müssen wieder rein. 11 Minuten noch. Der bringt uns nach ganz oben. Ich sehe noch einen. Hier, die Tür. Ja, die Tür. Ja. Wir haben ihn doch jetzt. Nee. Da. Nee. Okay, der nimmt eine andere Farbe. Okay. Aufpassen. Wir haben das so gemacht, wenn die Kreide leer ist, macht man beim Pfeil eine neue Farbe hin. Dann wissen wir, auf welche Farbe wir gucken müssen. Hier ist jetzt gelb. Da. Was? Hier ist unser Start, wo wir angefangen haben. Der Berg.
Vielleicht sehen wir den hier oben. Der bringt uns einfach um den Kreis, ne? Das ist nicht hier. Scheiße. Da! Da ist der Fall! Was? Oh, es ist tief. Der geht wieder nach unten. Ja, Mann, komm, komm. Na, oder ist es nicht der Ort, wo wir gekommen sind? Scheiße. Nee, wir sind von da hinten gekommen, glaube ich. Das ist wirklich eine neue, ne? Okay. Komm, wir haben noch 8 Minuten. 8 Minuten. Wir müssen den aber jetzt bekommen. Ja, hier ist Feier. Ja, ja. Das kann doch nicht sein. Alter. Junge, ist das geil. Wenn das euch wie bis hier gefallen hat und ihr Prono-Einsatz geil gefunden habt, teilt das Video, Mann, Alter. Das ist so genial. Und liked und abonniert. Okay. Kurve geht so. Das heißt, da runter wahrscheinlich, ne? Ne? Ja, ne? So, da lang. Ja, hier rechts. Hier rechts, da. Ja, ja. Komm mit. Drinne, der Fall hat das gezeigt. Wie... Hier! Hier links! Der ist da! Da! Scheiße, der bringt uns wirklich im Kreis! Alter, was? Jetzt haben wir ihn. Wir haben jetzt viele Teile richtig gemacht. Wir müssten ihn jetzt, glaube ich, gleich haben. Wie das knapp? 5 Minuten, glaube ich, noch. Nächstes Teil. Wir haben ihn gleich. Okay, jetzt will uns austricksen. Da. Ich glaube, der ist hier in der Nähe. Ich fühle mich ein bisschen beobachtet. Wo kann der denn sein? Anni hat einen Platz. Anni hat wieder was Neues gefunden. Da ist der nächste Fall. Ah, da, Anni, hier links. Da. Junge, hat der Ausdauer. Der könnte wirklich in der Nähe sein. Problem ist, wir haben am Anfang fast 15 Minuten unsere Zeit verschwendet, den ersten Pfeil zu suchen. Und das hat ihn richtig gepusht. Ihr glaubt es einfach nicht. 4 Minuten noch und er bringt uns wieder zurück. Er lässt uns einfach im Kreis laufen und wir sehen ihn nicht, wenn der uns schneidet. Ich glaube, Andi hat ihn ja erwischt. Wir haben 4 Minuten noch. Wir haben ihn. Ja! Er rennt! Er schmeißt die Kreide weg! Oh mein Gott! Anni jagt ihn! Wir haben ihn, Leute. Ich kann nicht mehr. Ich kann nicht mehr. Wir laufen hier schon eine Stunde rum. Alter. Ich kann nicht mehr, Leute. Ich hoffe, dass Finn noch aufnimmt. Oh, die sind wahrscheinlich hier runtergegangen. Mist. Oh mein Gott. Ich hoffe, dass Andi das schafft. Sind wahrscheinlich hier runtergegangen. Ich werde jetzt mitgehen. Leute, sorry, aber das habe ich leider jetzt gerade verkackt. Puh. Leute, Andi hat ihn. Aber hey, ja, ich habe dich. Ihr seid, wart so schnell, ich habe euch nicht mehr bekommen. Wir machen das einfach so nochmal. Guck mal hier. Jetzt warst du hinterher. Ja, komm, Kameramann. Okay, Mann. Let's go, komm. Okay, Andi muss finden jetzt.
Ja. Da habe ich gesessen. Ey, du hast noch 30 Sekunden. Gutes Spiel. Wie? Ey, Bruno, wunderschön. Ey, wirklich, du hast wirklich 1,5 Minuten noch. Musstest du noch durchhalten. Ey, ich hab gar nicht auf die Uhr. Ohne Scheiß. Jo, wie schnell warst du überhaupt? Wirklich, wie schnell warst du überhaupt? Wir sind gerannt, gerannt. Und du hast uns immer in den Kreis gebracht. Du hast uns immer... Einfach nur bekloppt. Vor allem, ich bin die ganze Zeit nur ganz normal gelaufen. Ja? Ich bin nur gelaufen. Wir sind gerannt und wir haben Habt ihr die Schilder eben gefunden? Junge, alle. Zweimal ein Autohaus. Alter, das war so genial, wirklich. Ich möchte gerne mit dir nochmal zocken, das ist so geil. Ey, das war eine 10 von 10. Ja, wirklich. Ich habe noch nie einen geilen Schnitzeljagd gehabt. Geil. Hammer, ich war so glücklich, Mann, dass wir uns wirklich auf so eine Friendship-Schnitzeljagd schicken. Ja. Ich war teilweise echt überlegt, noch richtig krasse Sachen zu machen. Ich dachte so, jetzt darüber springen. Er hat einen Pfeil. Der ging geradeaus und der mummst über das Dach. Ja, genau, so runter und zu einer anderen Tür. Ich fand's einfach krass. Warte, ich will das Video sehen. Ja, das Video zu sehen. Hammer. Leute, wenn das euch gefallen hat und wenn ihr den Einsatz... Abonniert. Genau. Ey, ich hoffe, dass es euch Spaß gemacht hat. Danke, dass du mitgemacht hast. Ja, gerne. Geil. Ich glaube, wir müssen nachher nochmal drauf gucken, was bei jedem da passiert ist. Weil ich habe keine Ahnung, warum ihr die ganze Zeit gerannt seid. Wir sind die ganze Zeit gerannt. Ich bin gestern mal gelaufen. Komisch. Achso, ich weiß warum. Ich weiß noch warum. Am Anfang gab es keinen Pfeil und wir haben 15 Minuten gebraucht, deinen ersten Pfeil zu finden. Weil du bist durch die Brücke gegangen, unter den Tunnel gegangen, aber du hast das nicht markiert. Und wir, ja, hinten. Hinten, wo der Baum. Wir haben nichts gesehen. Und dann deine Pfeile sind immer kleiner geworden. Immer kleiner. Und wir so, what the? Aber ey, wirklich geil. Geile Runde. Leute, haut rein. Ich hau ab jetzt. Tschüss. Ich mach ein Bier. Ja, der kriegt jetzt einen Döner erstmal.